بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister. Und wir setzen weiter fort mit dem 16. Juz. Und zwar geht es weiter mit Surat Al-Kahf. Und die nächste Geschichte in Surat Al-Kahf ist die Reise von Musa a.s. mit Al-Khadir a.s. Und der Grund dieser Reise war, dass Musa a.s. gefragt wurde, wer denn am meisten Wissen hat. Und Musa a.s. antwortete, dass er selbst derjenige ist, der am meisten Wissen hat. Und diese Antwort war nicht, weil er hochmütig war, überheblich war, sondern weil er sich gedacht hat, er ist ja der Gesprächspartner Allahs. Das heißt, er hat direkt mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und er ist ein Prophet. Und deswegen hat er mehr Wissen als andere, die eben keine Propheten sind. Und deswegen wollte Allah subhanahu wa ta'ala ihn prüfen bzw. ihm erklären, dass es trotzdem Menschen gibt, die Dinge wissen, die er nicht weiß. Und das ist eine Lehre für jeden. Es gibt immer einen Wissenderen. Es mag sein, dass Al-Khadir insgesamt nicht mehr Wissen hat als Musa a.s., aber Al-Khadir hatte Wissen, was Musa a.s. nicht hatte. Also schickte Allah azza wa jal Musa zum Lernen. Und das ist auch wieder eine Lehre, dass man demütig ist, dass man sich nie zu stolz ist, um zu lernen. Und dass man Wissen respektiert. Und Allah azza wa jal hätte auch hier wieder Musa a.s. einfach etwas offenbaren können, aber er wollte uns beibringen, wie wir an Wissen kommen, und zwar indem wir zu einem Lehrer gehen, indem wir bei einem Lehrer lernen, der uns auch erzieht. Und genau das hat Musa a.s. gemacht. Also ging er zusammen mit seinem Begleiter, und zwar war das Yusha ibn Nun, den hatten wir ja schon mal erwähnt, das war derjenige, der mit den Kindern Israels dann in das Heilige Land eingetreten ist nach dem Tod von Musa a.s. Und sie sollten einen Fisch mitnehmen, und sobald sie diesen Fisch verlieren, das ist dann die Stelle, an dem sie Al-Khadir treffen werden. Das war die Vorgabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Also sind sie gegangen und dann haben sie Rast gemacht. Und Musa a.s. hat sich hingelegt und auf einmal, und das war an einem Ort, an dem sich die zwei Meere treffen, und da hat Allah azza wa jal diesem Fisch wieder Leben gegeben und er sprang ins Wasser. Yusha hat das gesehen, aber er hat vergessen, Musa a.s. es zu sagen. Also sind sie dann weitergegangen. Und nach einer gewissen Zeit wollte Musa a.s. etwas essen, und da erinnerte sich Yusha a.s., dass eben dieser Fisch ins Wasser gesprungen ist. Und da sagte Musa a.s., genau das wollen wir ja, danach suchen wir ja. Also sind sie zurückgegangen. Und hier zeigt sich, wie viel Musa a.s. auf sich genommen hat, um zu lernen. Ja, viele sind sich zu gemütlich, um zu lernen. Und Musa a.s. war sich nicht zu stolz, er war sich nicht zu gemütlich, dass er eben wieder die Strecke zurückgeht, wo er eben diesen Fisch verloren hat. Und Allah azza wa jal erwähnt in Surat al-Kahf, dass sie dann ihren Spuren nachgingen. Und das deutet darauf hin, dass die Strecke nicht kurz war, ah ja, das ist ja hier 2 Meter nebendran, haben wir den Fisch vergessen, sondern sie mussten den Spuren nachgehen. Das heißt, waren wir jetzt rechts oder waren wir links? Und sie mussten gucken. Und das zeigt, wie sehr sie sich angestrengt haben, um eben ihren Lehrer zu treffen. Dann haben sie eben Al-Khadir getroffen. Und Musa a.s. sagte ihm, ich möchte dich gerne begleiten, damit ich von dir lerne. Und Al-Khadir sagte, du wirst es nicht aushalten, es bedarf sehr viel Geduld. Und da sagte Musa a.s., inshallah werde ich geduldig sein. Also war die Bedingung, dass er keine Fragen stellt.
Und hier wieder, leider gibt es viele, die haben keine Erziehung bei Imamen von Kindesbeinen an genossen. Leider, weil das in diesen Breiten ja sehr, sehr selten der Fall ist. Und deswegen dieses, ja, soll ich nicht hinterfragen, ja, soll ich blind folgen, ja, soll ich einfach still sein, das, was heute leider sehr viele reden, weil sie nicht anders eben aufgewachsen sind. Von Kindesbeinen wird man in diesen Breiten erzogen. Keiner hat dir was zu sagen, weder dein Lehrer, weder dein Vater noch dein Bruder, niemand hat dir was zu sagen. Und diese Erziehung, die man hier bekommt, führt dazu, dass man auch keinen Respekt mehr gegenüber Lehrer hat. Al-Khadir sagt ihm: Hör mal zu, ich werde jetzt etwas tun und du stellst keine Fragen. Musa hat nicht gesagt, wie soll ich einfach, ich bin ein mündiger Bürger, bitteschön, ja, soll ich blind dir folgen? Das geht doch nicht, ich habe doch selbst einen Verstand und so. All diese Aussagen, die wir leider immer wieder hören. Du bist ein Schüler, du bist ein Schüler. Also wartest du, bis der Lehrer dir alles erklärt. Sei nicht voreilig. Und das ist eine wichtige Regel. Vieles wirst du noch nicht verstehen. Vieles kannst du gar nicht verstehen. Also habe Geduld. Und deswegen gehört zu den wichtigsten Bedingungen beim Wissenserwerb Geduld. Voreilige werden nichts erreichen. Voreilige werden nie etwas lernen. Warum? Weil sie jetzt alles verstehen wollen. Weil sie jetzt sofort alles verstehen wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht den Koran auf einmal herabgesandt, sondern innerhalb von 23 Jahren. Wissenserwerb bedarf Geduld. Und nur weil du etwas nicht verstanden hast oder nur weil du nicht so viel Wissen hast, heißt das nicht, dass dein Lehrer keine Ahnung hat oder dass die Gelehrten eben keine Ahnung haben, wie heute leider sehr viele Unwissende es behaupten. Also gingen sie und so gingen sie auf ein Schiff und Al-Khadr auf einmal hat etwas kaputt gemacht auf diesem Schiff, hat es etwas demoliert. Und Musa a.s. sagte ihm: Was tust du denn da? Warum machst du das Schiff kaputt? Da sagte Al-Khadr: Habe ich dir nicht gesagt, dass du geduldig sein sollst, dass du eben es nicht schaffst? Da sagte Musa a.s.: Entschuldige. Und hier auch wieder eine wichtige Sache: Der Lehrer, der darf nicht, also sein Ziel darf nicht sein, die Zufriedenheit seines Schülers. Ah ja, ich bin wirklich zufrieden mit diesem Lehrer oder mit diesem Scheich oder mit diesem, das ist ein super Scheich. Das ist dem Lehrer sowas von egal. Al-Khadir hat ihm nicht gesagt: Okay, entschuldige, entschuldige, bitte bloß nicht schlecht über mich denken. Hör mal zu, dieses Schiff ist und so weiter und so fort. Er hat ihm nicht alles erklärt. Warum? Hallo, du bist ein Schüler. Ja, soll ich nicht selbst nach? Nein, du lernst jetzt, du bist am Lernen, also bist du ruhig, so einfach ist das. Also sagte Al-Khadir zu Musa: Ich habe dir gesagt, du wirst kein Geduld haben. Er hat ihm es noch nicht erklärt. Warum denn? Hätte er das nicht machen können? Natürlich. Al-Khadir hatte doch das Wissen, er wusste doch, was er tut. Warum hat er es nicht gemacht? Damit er ihn erzieht. Erziehung ist eines der wichtigsten Sachen. Es geht nicht nur darum, dass du die Information bekommst, sondern es geht darum, lass dich erziehen. Also hat er ihm noch nicht erklärt, warum er das getan hat. Dann gingen sie weiter und sie sahen einen kleinen Jungen und auf einmal tötet Al-Khadir diesen kleinen Jungen. Und da sagte wieder Musa a.s.: Du kannst doch nicht eine unschuldige Seele umbringen. Und da sagte wieder Al-Khadir zu Musa a.s.: Ich habe dir gesagt, du wirst es nicht schaffen. Du kannst nicht geduldig sein. Da sagte Musa a.s.: Wenn ich noch einmal etwas sage, dann brauchst du nicht mehr, oder dann werde ich dich nicht mehr begleiten. Das heißt, dann brauchst du nicht mehr meine Bitte zu erfüllen, dich begleiten zu dürfen. Und das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt beim Benehmen des Schülers, dass man seine Grenzen kennt. Dass man nicht einfach Leute dann angreift, sondern da sagt: Okay, ich habe es verstanden,
Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Okay, ich gebe mir jetzt nochmal, sagte Musa a.s., also die Bedeutung, ich gebe mir noch eine Chance. Ansonsten weiß ich bin dafür nicht geeignet. Und diese Demut braucht ein Schüler. Wenn er merkt, einmal lag er falsch, zweimal lag er falsch, dann muss er doch verstehen, dass seine Methodik falsch ist. Nicht der Lehrer hat was Falsches gesagt, sondern der Schüler hat eine falsche Herangehensweise. Aber dafür benötigt man eine gewisse Einstellung, einen gewissen Charakter, eine gewisse Demut gegenüber Wissen und Wissenden. Auf jeden Fall, dann gingen sie weiter, dann kamen sie zu einer Stadt und sie waren erschöpft und wollten essen und dann verlangten sie nach Nahrung, aber diese Leute waren geizig und sie haben ihnen nichts gegeben. Ja, und dann gingen sie in dieser Stadt herum, da fanden sie eine Mauer, die fast umgekippt wäre, und da ging Al-Khadir und hat diese Mauer wieder repariert. Da sagte Musa, hättest du doch Geld dafür verlangt, eine Gegenleistung. Da sagte Al-Khadir, das ist nun das Ende, ja, unsere Wege trennen sich nun, und jetzt erkläre ich dir die Dinge, worüber du keine Geduld hattest. Warum hat er das getan? Er sagt, bezüglich des Schiffs, so gab es einen Tyrannen, der jedes Schiff konfisziert hat, eingenommen hat, außer wenn das Schiff irgendeine Delle hat, irgendwie beschädigt ist. Und deswegen habe ich es beschädigt, damit dieser Tyrann dieses Schiff nicht wegnimmt. Und hier lernen wir eine wichtige Sache, und zwar das Abwägen, also diese Nutzen-Schaden-Kalkulation. Und zwar, wenn wir zwei Nachteile haben. Wir haben nicht den Fall, ein Vorteil, ein Nachteil. Nein, wir haben zwei Nachteile. Entweder das Schiff ist weg oder das Schiff ist kaputt. Hier können wir nicht kommen und sagen, keins von beiden. Das geht nicht, keins von beiden. Also entweder das oder das. Entweder das komplette Schiff ist weg oder das Schiff ist etwas beschädigt. Was machen wir dann? Dann gilt die Regel, die islamische Regel, mach den kleineren Schaden, nimm den kleineren Schaden in Kauf, um den größeren Schaden abzuwenden. Beide Nachteile, beide Schäden abzuwenden, geht hier nicht. Und genau das sehen wir in vielen Geboten, wenn man vor Hunger sterben würde und man hat nur Schweinefleisch oder man würde verdursten, man hat nur Alkohol, dann sagt Allah Azza wa Jal, dass in diesem Notfall es erlaubt ist, weil du hast hier zwei Schäden, zwei Nachteile. Entweder du lebst nicht mehr oder du begehst eine Sünde. Was ist weniger schlimm in diesem Verhältnis? Ja, dass du die Sünde begehst. Denn warum? Weil du wirst dann weiterleben. Aber wenn du nicht mehr lebst, das kannst du nicht mehr reparieren, sowas. Und so weiter und so fort. Das ist eine Regel, die wir aus dieser Geschichte entnehmen. Dann sagte er, und bezüglich des Kindes, so hätte es, wenn es erwachsen wäre, Unheil gestiftet. Ja? Und es wäre sehr schlecht gewesen gegenüber den Eltern. Also wollten wir, dass Allah Azzawajal diesen Eltern ein besseres Kind gibt. Nun, dieser Aspekt ist ein Beleg dafür, dass Al-Khadir ein Prophet ist. Denn woher soll er denn die Zukunft kennen? Es ist unmöglich, dass ein Mensch solch ein Urteil fällt, ohne dass er die Offenbarung von Allah bekommt. Und deswegen sagen viele Gelehrte, Al-Khadr ist ein Prophet. Das heißt, so eine Entscheidung kann kein Mensch fällen, ja, dass man sagt, ja, dieser Mensch wird so und so und deswegen, das ist eine Zukunft und über Zukunft kann ein Mensch nicht 100% entscheiden. Ja, man kann vielleicht Prognosen machen, aber dieses Hundertprozentige, dass es so sein wird, kann man nicht und erst recht nicht einen umbringen deswegen. Ja. Also zeigt das, das war ein Prophet Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal erklärt damit, dass vielleicht etwas im ersten Augenblick als schlimm aussieht, wenn es Allahs Bestimmung ist. Ja, darum geht es. Allah hat es so festgesetzt. Aber im Nachhinein ist es doch besser für die Menschen. Das ist die Moral von dieser Geschichte. Das heißt, wenn dir etwas widerfährt, was vielleicht für dich im ersten Augenblick sehr schlimm ist,
Darfst du nicht vergessen, diese Bestimmungen Allahs haben einen Sinn. Die Zukunft wird besser sein, weil Allah eben derjenige ist, der es bestimmt hat. Dann sagte er bezüglich der Mauer: Unter dieser Mauer ist ein Schatz, der zwei Waisenkindern gehört. Und wäre die Mauer gefallen, dann hätten sie ihren Schatz nicht ausgraben können. Und deswegen hat er diese Mauer repariert. Nun, was war dieser Schatz? Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Einige sagen, das war wirklich materieller Schatz, Geld oder Gold, irgendetwas. Oder die anderen sagten, nein, das waren Ratschläge ihres Vaters an sie. Wie dem auch sei, wichtig ist nicht die Tatsache, was der Schatz ist. Wichtig ist etwas anderes. Und zwar, Allah Azzawajal erwähnte, warum eben Allah Azzawajal es so bestimmt hat und festgelegt hat, dass Al-Khadir diese Mauer repariert, sodass sie an ihren Schatz kommen, diese weisen Kinder. Denn ihr Vater war rechtschaffen. Die Moral von dieser Geschichte ist was? Wenn du möchtest, dass deine Kinder von Allah bewahrt werden, dass Allah sie beschützt, und selbst wenn du nicht anwesend bist, selbst wenn du sterben solltest oder du bist nicht da, dass Allah weiterhin sie beschützt und ihnen Allah die besten Menschen schickt, zu der damaligen Zeit, Musa und Al-Khadr, Propheten, dass Allah ihnen die besten Menschen schickt, die sie begleiten und die ihnen helfen, dann tue was? Tue du Gutes. Denn dann beschützt Allah Azzawajal deine Kinder selbst in einer Umgebung, die schlecht ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, diese Stadt war geizig. Das heißt, diese Stadt, das war nicht nur einer, der geizig war. Allesamt waren geizig. Das heißt, dieses schlechte Verhalten war in dieser Stadt in. Ja, das war gang und gäbe. So in dieser Gesellschaft, die verkommen ist, ja, die geizig ist, da, dass hier Kinder bewahrt werden, obwohl ihre Eltern oder der Vater zumindest hier in dieser Geschichte nicht da war. Wie funktioniert das? Das funktioniert, wenn Allah diese Kinder bewahrt. So, wie kann ich dazu kommen, dass Allah meine Kinder bewahrt? Bewahre du Allah. Sei du gut. Und deswegen war es gang und gäbe bei den Sahaba und den Tabi'in, dass sie gebetet haben oder gefastet haben, gespendet haben, mit der Absicht, dass Allah ihre Kinder erzieht, dass Allah ihre Kinder bewahrt. Und diese Absicht, dadurch segnet Allah Azzawajal die Kinder. Das war die Geschichte mit Musa und Al-Khadr. Natürlich gibt es sehr, sehr viele weitere Lehren, aber wir machen ja hier nur einen groben Überblick. Dann sagte auch Al-Khadr, was auch nochmal ein Beleg dafür ist, dass er ein Prophet ist. Er sagte: Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Ja, 82. Also zeigt das auch, er machte es aufgrund des Befehls von Allah. Die letzte Geschichte in Surat Al-Kahf ist die Geschichte von Dhul-Qarnayn. Er war ein König zur Zeit des Propheten Ibrahim a.s. Und es handelt sich aber nicht um Alexander der Große, ja, wie einige es sagten, sondern es ist ein anderer. Und Allah beschrieb ihn mit den Worten: Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Ayah 84. Das heißt, Allah Azzawajal gab ihm alle Mittel, jegliche Macht. Ja, und Ressourcen und so weiter, alles, was er braucht, damit er ein mächtiger Herrscher war. Und er war so ein mächtiger Herrscher. So gelang es ihm, zu den entferntesten Stellen auf der Erde zu kommen. Und daher sagte Allah, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging. Ayah 86. Gemeint ist hier, dass er also so weit gegangen ist bis zum Meer, ja, da wo die Sonne unterging, und diese schlammige Quelle, ja, das heißt, er ging so weit, bis ein Meer gekommen ist, ja, und am Ort des Sonnenuntergangs, also im Westen. Und dort fand er ein Volk und er sollte über sie urteilen. Und da sagte er:
Was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Äh 88. Das heißt, er war gerecht. Das war eines der wichtigsten Eigenschaften dieses Königs. Danach ging er in den Osten, also genau entgegengesetzt, und Allah sagte, bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. Ayah 90. Was heißt das? Denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten, also keine Deckung vor der Sonne. Nun, hier gibt es unterschiedliche Deutungen der Tafsir-Gelehrten. Entweder es waren Menschen, die nicht in der Lage waren, Häuser zu bauen. Entweder weil sie auf Gebirgen gelebt haben oder irgendwie eine Landschaft, wo kein Haus gebaut werden kann. Oder sie waren nicht in der Lage, materiell nicht in der Lage, Häuser zu bauen. Ja, und deswegen waren sie dem Sonnenlicht immer ausgesetzt. Oder eine andere Deutung ist, nein, er war an einem Ort, an dem die Sonne Wochen und Monate scheinte, so wie es eben ist, je nördlicher oder je südlicher man geht, dann ist ja ein halbes Jahr Tag und ein halbes Jahr Nacht. Ja, und das kann womöglich sein, dass er eben an einen Ort gekommen ist, wo eben der Tag sehr, sehr lange ist. Dann sagt Allah Azzawajal genauso, und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Das Wort genauso, kedalik, was bedeutet das? Die Tafsir-Gelehrten sagen, genauso hat er geurteilt wie beim anderen Volk, also gerecht. Also genauso gerecht urteilte er über dieses andere Volk. Wer Gutes tut, wird belohnt, wer Schlechtes tut, wird bestraft. Dann ging er in den Norden, wie einige Tafsir-Gelehrten sagen. Das wurde nicht extra erwähnt im Koran, ob es der Norden oder Süden war, aber einige sagen, es war der Norden, wo er ein Volk getroffen hat, das zwischen zwei Gebirgsketten lebt. Allerdings verstanden sie keine anderen Sprachen. Ja, also Allah erwähnte, dass sie keine Sprache verstehen, also keine fremde Sprache verstehen. Diese baten aber von Dhul-Qarnayn, dass er ihnen eine Mauer erbaut zum Schutz vor Ya'juj und Ma'juj. Und das sind Menschen, ja, das sind keine anderen Wesen, das sind Menschen, die hinter diesen Gebirgen gelebt haben. Und so baute Dhul-Qarnayn eine Mauer aus Eisen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete über diese Mauer. Und zwar sagte er alaihi salatu wasallam, jeden Tag versucht Ya'juj und Ma'juj einen Weg durch diesen Damm, durch diese Mauer zu graben. Wenn sie anfangen, Sonnenlicht hindurch scheinen zu sehen, sagt der Anführer von ihnen, geht zurück, ihr könnt morgen weitergraben. Und das passiert eben mehrere Tage, ohne dass er sagt, Inshallah. Wenn aber dann die Zeit kommt, dass sie tatsächlich austreten und sich verbreiten, dann werden sie wieder versuchen, ein Loch zu graben. Und dann sagt dieser Anführer, ihr könnt morgen weitermachen, Inshallah. Und so bleibt dieses Loch, weil in den anderen Malen ist das Loch immer zurück verschlossen. Warum? Weil er nicht Inshallah gesagt hat. Ja, und dann werden sie austreten und eben Unheil stiften. Und das ist ein Zeichen der Stunde, wie es auch Allah Azzawajal an anderer Stelle im Koran erwähnt. Damit sind wir am Ende von Surat Al-Kahf und kommen nun zu Surat Maryam. Auch diese Sura ist eine mekkanische Sura. Surat Maryam beschäftigt sich mit dem christlichen Glauben. Und hier sehen wir auch eine Gegebenheit im Koran, und zwar, dass die Suren auch einen Sinn haben in der Reihenfolge. Surat al-Isra, da ging es um Bani Israel, Kinder Israels. Surat Maryam, da geht es um die Christen.
Und in der Mitte geht es um was? Um Gläubige, wie zum Beispiel die Höhlenbewohner, Musa a.s., Al-Khadr, das sind Gläubige. Und hier ist besonders, dass eben die Surat Al-Kahf in der Mitte ist, zwischen Surat Al-Isra und Surat Maryam. Und das hat auch eine Botschaft, dass eben der Islam, der Glaube oder die Religion der Mitte ist, ja, ein Gleichgewicht hat. Ja, dass es eben weder die einen Fehler noch die anderen Fehler besitzt. Und zu Beginn erklärt Allah Azzawajal die Geschichte von der Geburt Isas und vorher natürlich die Geschichte von Geburt von Yahya, in dem eben Zakaria alaihi salam nach einem Jungen gebeten hat. Diese Sura beginnt mit fünf Buchstaben: Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Und in der Regel haben wir ja schon mal erwähnt, kommt ja nach diesen Buchstaben immer was. Es kommen immer Erwähnungen des Korans. Ja? Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Also Alif Lam Mim, dies ist das Buch. Das heißt, es wird eigentlich nach diesen einzelnen Buchstaben immer irgendwas erwähnt über den Koran. Aber in Surat Maryam nicht. Da steht Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad und dann geht es sofort mit Zakaria weiter. Warum? Nun, eine Antwort lautet, weil am Schluss von Surat al-Kahf erwähnt Allah das Buch. Er erwähnt das Buch und dass eben die Worte Allahs Azzawajal nie vergehen. Und deswegen erübrigt sich es, diesen Aspekt nochmal zu erwähnen. Und deswegen ging es sofort weiter mit der Geschichte von Zakaria und Yahya. Zakaria a.s. bat von Allah Azzawajal, ein Kind zu bekommen. Warum? Warum wollte Zakaria einen Sohn? Das erwähnt Allah Azzawajal hier in dieser Sura. Allah sagt, dass Zakaria gesagt hat: Gewiss, ich fürchte die Verwandten nach mir und meine Frau ist unfruchtbar, so schenke mir von dir aus einen nahen Verwandten. Ayah 5. Er meinte also, er fürchtet, dass diese Religion nicht weitervermittelt wird. Er hatte gedacht, dass die anderen, die er sah, die werden die Religion nicht so richtig weitervermitteln. Deswegen bat er um ein Kind, das diese Religion dann weitervermittelt. Und hier sehen wir noch einmal, welche Absicht man haben sollte, wenn man Kinder bekommt. Wie Umar radiallahu anhu sagte. Er sagte: Ich strenge mich an, Kinder zu bekommen, damit sie an Allah glauben. Ja, und genau diese Absicht sollte man haben, dass man Kinder bekommt, die zu Allah aufrufen, die ein gutes Bild darstellen des Islams. Möge Allah Azza wa Jal all unsere Kinder segnen. Daraufhin gab ihm Allah Azza wa Jal ein, dass er eben ein Kind bekommt. Und er hat sich natürlich sehr gefreut, aber war trotzdem noch verwundert, wie denn das sein soll. Er ist in einem sehr hohen Alter und seine Ehefrau ist unfruchtbar und deswegen bat er um ein Zeichen, ja, damit er ein bisschen Sicherheit bekommt, dass es wirklich so sein will, also so sein wird. Also gab ihm Allah Azzawajal ein Zeichen, dass es so sein wird, und zwar, dass er 3 Tage lang nicht sprechen kann, obwohl er nicht krank ist. Aber er kann nicht sprechen, er wird nicht reden können. Als dies tatsächlich der Fall war und auf einmal konnte er nicht reden, wusste er, okay, das ist, inshallah, dieses Kind wird kommen. Also gab er den Leuten zu verstehen, preist Allahs Namen morgens und abends. Das heißt, er hat es ihnen übermittelt, ohne Worte, sodass sie ihm verstehen, dankt Allah für diese Gabe, die nun ich erhalten habe, eben ein Kind. Und zwar dieses Kind war Yahya alayhi salam. Und Yahya alayhi salam war ein Kind, dem Allah Azzawajal Weisheit und Kenntnis über das Buch, also die Tora, gegeben hat. Und er war aber höchstwahrscheinlich, wie viele Gelehrte sagen, kein Prophet als Kind. Er war zwar sehr intelligent und weise, aber Prophet wurde er trotzdem erst später, aber immer noch vor 40 Jahren. Ja, weil die anderen Propheten meistens mit 40 Propheten wurden, aber Yahya a.s. wurde früher Prophet. Einige Gelehrte sagen, vielleicht wurde er früher Prophet, weil er dann am Ende auch getötet wurde, wie es in einigen Überlieferungen heißt.
Danach wird die Geburt von Isa a.s. erwähnt, und zwar, dass sich Maryam eines Tages entfernte, a.s., und zwar Richtung Osten. Warum hat sie sich entfernt? Um zu beten, ja, damit sie Allah azawajal anbetet, und zwar ohne Störung, ja, alleine, dass sie Allah azawajal anflehen kann. Und das war dann hinter einem Vorhang. Ja, das bedeutet was? Vielleicht war das hinter einem Hügel, hinter einer Wand, auf jeden Fall so, dass sie eben alleine war. Und so kam Jibril a.s. zu ihr in der Gestalt eines Menschen, eines schönen Menschen. Und als sie ihn sah, hat sie bei Allah Zuflucht gesucht, damit er ihr nichts antut. Sie sagte ihm, wenn du an Allah glaubst, dann lasse mich in Ruhe, tu mir nichts. Und da sagte er, ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Das heißt, er verkündete ihr die Botschaft, dass sie ein Kind bekommt, und sie hat sich natürlich gewundert. Sie sagte, wie soll das gehen? Ja, also mich hat ja kein Mann angefasst. Ja. Und dann erklärte er ihr, das ist die Bestimmung Allahs. Allah ist ihn zu allem imstande, und das ist ein Zeichen. Er soll ein Zeichen, ein Wunder sein, damit man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Als nun der Zeitpunkt der Geburt nahte, ging sie an einen fernen Ort und begab sich unter eine Palme. Und sie wünschte sich, schon vor diesem Ereignis gestorben zu sein. Also sie wusste natürlich, wer will denn ihr glauben, ja, dass sie ohne einen Mann ein Kind bekommt. Ja, und deswegen sagte sie, wäre ich doch vor diesem Zeitpunkt schon gestorben. Aber dann sagte ihr Jibril a.s., sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Man sagt unterschiedliche Ansichten, wie lange hat die Schwangerschaft denn gedauert. Einen sagen, das war am selben Tag, die anderen sagen, nein, es war ganz normal 9 Monate. Wie dem auch sei, irgendwann kam Isa a.s. auf die Welt, und dann trug sie ihn in die Stadt hinein, und die Leute sahen natürlich, wie Maryam mit einem Baby kommt. Ja, und man kannte ja Maryam, diese tugendhafte, rechtschaffene Frau, ja, die erzogen wurde von Zakaria. Also das war für viele ein Schock. Allah Azzawajal hat ihr aber gesagt, du sollst nicht reden. Also wenn die Leute dich fragen, sprich nicht. Also, als sie die Menschen gesehen haben, sagten sie, O Maryam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann. Noch war deine Mutter eine Prostituierte. Ayah 27 bis 28. Schwester Haruns heißt jetzt nicht, dass sie die direkte Schwester von Harun, dem Bruder von Musa, ist. Ja. Auf jeden Fall, dann zeigte sie auf ihn und sie sagten, wie sollen wir denn bitte schön mit einem Baby reden? Aber dann sprach Isa alayhi salam, wie Allah azza wa jalla es erwähnte. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Ayah 30 bis 33. Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin, und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe, und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Ayah 30 bis 33. Danach geht es weiter mit dem Gespräch zwischen Ibrahim a.s. und seinem Vater Azar.
So hat Ibrahim a.s. seinen Vater aufgerufen, an Allah zu glauben, weil er ein Götzendiener war. Und besonders hier in dieser Geschichte ist, wie liebevoll Ibrahim es getan hat. O mein lieber Vater. Er hat nicht gesagt, du Götzendiener, du Verfluchter, irgendetwas. Ja. So redet man nicht, ja, mit seinen Eltern, auch wenn sie nicht an Allah glauben, sondern man redet weiterhin liebevoll. O mein lieber Vater. Obwohl sein Vater gesagt hat, wenn du nicht damit aufhörst, werde ich dich steinigen, wie Allah Azzawajal hier in dieser Sura es erwähnt hat. Also Ayah 44 und weiter. Und da hat er auch nicht darauf geantwortet, wie kannst du nur und so weiter, sondern immer wieder liebevoll, sanft ihm es beigebracht, dass er eben an Allah Azzawajal glauben sollte. Anschließend erwähnt Allah Musa und Ismail alayhim assalam und dabei beschreibt Allah Azzawajal eine schöne Eigenschaft, die wir alle umsetzen sollten. Und zwar sagt Allah über Ismail, und er pflegte seinen Angehörigen das Gebet und die Abgabe zu befehlen, und er war seinem Herrn wohlgefällig. Ayah 55. Das heißt, man sollte auch mit den Familienangehörigen so umgehen, dass man sie aufruft, auf gute Art und Weise eben zu beten oder zu spenden. Auch in Surat Maryam befindet sich eine Niederwerfung der Rezitation, und zwar in Ayah 58. Und zu den Offenbarungsanlässen in Surat Maryam gehört, dass der Gefährte Chabbab ibn al-Arad eines Tages seinen Lohn verlangte von al-As ibn Wa'il, einem Mekkaner, der Polytheist war, weil er bei ihm gearbeitet hat. Und dann sagte dieser Mekkaner, dieser Polytheist: Ich werde dir den Lohn erst geben, wenn du Muhammad verleugnest, wenn du nicht mehr Muslim bist. Da sagte Chabbab: Das werde ich nie machen, bis du stirbst und wieder auferstehen wirst. Da sagte er: Werde ich denn sterben und wieder auferstehen? Weil die Mekkaner, die Polytheisten, glaubten ja nicht an ein Leben nach dem Tod. Da sagte Chabbab radiallahu anh: Ja, natürlich. Da sagte dieser Mekkaner: Dann werde ich dort Vermögen und Kinder besitzen und dir deinen Lohn auszahlen. Er machte sich lustig, wie viele heutzutage sich lustig machen über Jahannam. Ja, dann sehen wir uns da oder Allahu a'lam und so weiter. Möge Allah uns davor bewahren. Ja. Da sagte Allah Azzawajal: Was meinst du wohl zu demjenigen, der unsere Zeichen verleugnet und sagt, mir werden ganz gewiss Besitz und Kinder gegeben? Hat er etwa Einblick in das Verborgene gewonnen oder hat er vom Allerbarmer eine Verpflichtung entgegengenommen? Keineswegs. Wir werden aufschreiben, was er sagt, und ihm die Strafe noch verlängern, und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommt. Ayah 77 bis 80. Den Abschluss machen wunderschöne Ayat, die erklären, wie schlimm die Behauptung ist, dass Allah gezeugt hätte. Und Allah erklärt darin, dass alle Menschen nur Diener Allahs sind. Allah Azzawajal sagt: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ayah 88 bis 95. Und sie sagen: Der Allerbarmer hat sich Kinder genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen davon die Himmel auseinander. Und beinahe spaltet sich die Erde. Und beinahe stützen die Berge in Trümmern zusammen, dass sie dem Allerbarmer Kinder zuschreiben. Es ziemt dem Allerbarmer nicht, sich Kinder zu nehmen. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Allerbarmer anders denn als Diener kommen können. Er hat sie erfasst
und sie genau gezählt, und sie alle werden zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Und das ist das Wichtige, liebe Geschwister, und zwar im Islam gibt es nicht die Vater-Kind-Beziehung zwischen Allah und seinen Geschöpfen, sondern die Herr-Diener-Beziehung. Was ist der Unterschied? Nun, ein Kind ist nun mal jemand, der anfangs abhängig ist vom Vater, aber danach es andersrum ist, dass der Vater irgendwann mal abhängig ist vom Kind oder dass das Kind irgendwann mal unabhängig ist vom Vater. Und diese Aspekte gibt es nicht bei der Herr-Diener-Beziehung. Ein Diener, ein Knecht, ein Sklave ist immer abhängig von seinem Herrn. Und genau deswegen sagt Allah Azza wa Jal, wie abscheulich diese Behauptung ist, ja, dass man sagt, man sei ein Kind Gottes. Das würde bedeuten, Allah Azza wa Jal würde irgendwann auch diese Kinder benötigen. Dass jetzt einige sagen und sagen, nee, wir meinen ein Kind, der immer abhängig ist, ja, das ist nicht Kind, das ist ein Diener. Ja, also wenn wir ein Wort, einen Begriff benutzen, können wir auch nicht dieses Wort einfach entleeren und dann am Ende nur noch das sagen, was uns gerade passt. Warum? Weil andere werden dann eben nicht dem entsprechen, sondern sagen, aber Sekunde, Sekunde, wir sind ja Kinder. Erhaben ist Allah vor dieser Behauptung. Wenn die sagen, wir sind Kinder Gottes. Der eine sagt, ja, ja, aber Kinder, die immer abhängig sind. Irgendwann kommt eine Generation und sagt, Sekunde mal, warum denn, bitte schön, warum sagt ihr Kinder, die immer abhängig sind? Kinder sind nicht immer abhängig. Irgendwann mal ist es ja andersrum. Damit diese Tür geschlossen wird, gibt es keine Kinder-Vater-Beziehung. Es gibt eine Herr-Diener-Beziehung. Und da können in 1000 Generationen Leute kommen und sie werden immer noch bestätigen, ein Sklave ist immer abhängig von seinem Herrn. Dann kommen wir zur nächsten Sura, und zwar Surat Taha. Das ist auch eine mekkanische Sura, und dies ist die Sura, die Umar radiallahu an gelesen hat, bevor er Muslim war. So ging er mal zu seiner Schwester, und damals war sie Gläubige, und sie hatte etwas vom Koran, weil wir haben ja gesagt, diese Suren wie Isra oder Kehf und so weiter gehören zu den ältesten Suren, also den frühesten Suren, die offenbart wurden. Und hat mitbekommen von den Mekkanern, als er wollte ja zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen, und dann hat man ihm gesagt, er geh doch erstmal zu deiner Schwester, ja, die hat ja auch den Islam angenommen. Und dann war er so sauer und ist hin, und dann fand er vor, wie sie Koran liest. Dann hat er gesagt, gib mal her, damit ich lese. Dann sagte sie, nein, du bist nicht in reinem Zustand, geh dich waschen, und dann kannst du das anfassen. Und dann hat er sich gewaschen und dann hat er diese Worte gelesen. Und er ist zwar nicht sofort Muslim geworden, aber das ist sicherlich etwas gewesen, was auch sein Herz berührt hat. Und danach hat er natürlich auch den Islam angenommen. Taha, dieses Wort, das sind zwei Buchstaben. Viele benutzen es nun als Name. Aber richtigerweise ist, dass Taha kein Name des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, wie es verbreitet ist, dafür gibt es keinen Beleg, sondern es sind zwei Buchstaben, so wie Alif Lam Mim, wie Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Ra, Ta Sin Mim, diese Buchstaben am Anfang der Suren, so ist auch Ta Ha, das sind zwei Buchstaben, einzelne Buchstaben und nicht ein Wort an sich, das eine Bedeutung hat. Wallahu A'la. Zu Beginn erwähnt Allah Azza wa Jal, dass dieser Koran nicht dazu da ist, damit wir in Bedrängnis leben, damit wir ein schlimmes Leben haben. Allah sagt, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى آية 1 bis 5 طه Wir haben den Koran nicht auf dich als Offenbarung hinabgesandt, damit du unglücklich bist.
sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben. Der Vers, der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben, dieser Vers, dieser Satz wird im Koran 7-mal erwähnt. Und zwar in Surat al-A'raf, Ayah 54, Surat Yunus, Ayah 3, Surat al-Ra'd, Ayah 2, Surat Taha, diese Stelle hier, Ayah 5, Surat al-Furqan, Ayah 59, Surat al-Sajda, Ayah 4 und Surat al-Hadid, Ayah 4. Und das ist der kontroverseste Vers überhaupt in der islamischen Geschichte. Also es gibt wohl kaum eine Ayah, über die so viel diskutiert wurde, wie über diese Ayah innerhalb der islamischen Theologieschule. Der Grund dafür ist, dass einige eben diese Ayah so verstanden haben, wie die Sahabe es einfach so belassen haben. Allah ist über dem Thron, also Allah ist über dem Thron. Und das haben die Sahabe auch gesagt. Und die anderen haben gesagt, nein, wir müssen diese Ayah anders verstehen. Wir müssen sie anders interpretieren. Allah ist über dem Thron bedeutet, er hat den Thron eingenommen. Das ist natürlich wieder etwas brenzlig, weil einnehmen bedeutet, es hat ihm vorher nicht gehört, es hat ihm er hat ihn eingenommen, entrissen von einem anderen. Das kann nicht richtig sein. Und deswegen ist wichtig, dass wir sagen, wir müssen immer das glauben, was die Sahaba geglaubt haben. Haben das die Sahaba gesagt, dass über dem Thron Istawa, dass es bedeutet einnehmen, Istawla? Gibt es irgendein Sahabi, der das gesagt hat? Nein. Warum erfinden wir das dann? Ganz im Gegenteil, die Sahabe haben bestätigt, dass Allah über dem Thron ist. Und deswegen sagte unter anderem Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, zwischen den Himmeln sind 500 Jahre und über dem siebten Himmel ist das Wasser oder der Thronschemel, über dem Thronschemel ist das Wasser. Und über dem Wasser ist der Thron und über dem Thron ist Allah, sagt Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Und es gibt noch viele, viele weitere Belege. Warum darf ich das dann nicht sagen, dass Allah über dem Thron ist? Und deswegen ist das die Aqida von den Sahaba und die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Denn der Einwand, der immer wieder gesagt wird bei den Eigenschaften Allahs allgemein, ja, du darfst das nicht sagen, denn du vergleichst hier Allah mit dem Geschöpf, ja, wie als ob ein König auf seinem Thron ist. Hier erwähne ich immer wieder dieses Gleichnis oder dieses Beispiel, damit wir das verstehen. Und zwar die Regel, die Übereinstimmung im Wortlaut erfordert nicht die Übereinstimmung in der Art und Weise. Diese Regel, die die Gelehrten immer wieder erwähnt haben, heißt was? Wenn du einen Tisch hast, und dieser Tisch hat Beine und du hast Beine und ein Tier hat Beine. Heißt das nur weil wir vom selben Wort reden? Beine beim Tisch, Beine beim Menschen, Beine beim Tier. Heißt das nun, die Art und Weise ist gleich? Deine Beine sind so wie die Beine vom Tier und die sind so wie die Beine vom Tisch? Natürlich nicht. Die Übereinstimmung im Wortlaut, wir sagen immer Beine, bei allen diesen Wesen, hat nicht zur Folge, dass sie auch in der Art und Weise gleich sind. Und deswegen, wenn wir sagen, Allah ist über dem Thron oder Allah hat ein Gesicht oder so weiter, was Allah selbst gesagt hat, das erfinden wir ja nicht, sondern Allah hat das gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, dann dürfen wir nie denken, diese Eigenschaften sind so wie unsere. Erhaben ist Allah darüber und das hat auch nie einer gesagt. Oder behauptet, natürlich gibt es andere, die vermenschlichen Gott, aber das hat ja mit Ahlus Sunnah und den Sahaba nichts zu tun. Sondern Ahlus Sunnah, und das ist auch die Aqida der vier Imame, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal. Keiner von diesen Imamen hat jemals eine Eigenschaft Allahs anders uminterpretiert, wie es einige machen. Sondern sie haben es so belassen, wie es ist. Allah Azza wa Jalla ist über dem Thron, er ist über dem Thron, Punkt, aus, Ende. Wie ist er? Diese Frage stellen wir nicht. Ja, und das ist eben die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Danach befasst sich diese Sura mit der Geschichte von Musa a.s., wobei
hier das erste Gespräch zwischen Allah und Musa geschildert wird. Und zwar war Musa a.s. mit seiner Familie unterwegs und da sah er einst ein Feuer. Und da sagte er zur Familie: Bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen, vielleicht kann ich euch davon ein brennendes Stück Holz bringen oder am Feuer eine Wegweisung finden. Ayah 10. Und dies war, nachdem er bei Shu'aib war. Ja, er hat ja die Tochter von Shu'aib geheiratet und dann sind sie gegangen. Und als er nun an diesem Feuer war, sprach Allah zu ihm. Allah sagt: Als er dorthin kam, wurde ihm zugerufen: O Musa, gewiss, ich bin dein Herr. So ziehe deine Schuhe aus, du befindest dich im geheiligten Tal Tur. Ayah 11 und 12. Danach fragte ihn Allah Azzawajal nach seinem Stock. Und zwar sagte Allah: Und was ist das da in deiner Rechten, Musa? Ayah 17. Und Musa a.s. hätte ja antworten können: Das ist mein Stock. Aber hat er nicht, sondern was hat er gesagt? Es ist mein Stock, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine Schafe Blätter abschlage und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken. Die Gelehrten sagen: Warum hat Musa a.s. so viel weiter geredet, obwohl die Frage war ja nur: Was ist das? Die Antwort wäre: Ein Stock. Weil er das Gespräch mit Allah genossen hat. Weil er eben diese Ruhe empfunden hat beim Gespräch mit Allah. Möge Allah uns erlauben, mit ihm zu reden im Paradies, mit unserem Herrn zu reden, und möge Allah uns erlauben, sein Antlitz zu sehen in den höchsten Stufen des Paradieses. Und danach hat er ihm gesagt: Nimm es wieder. Und er sagte ihm dann, und dann wurde es wieder zu einem Stock. Und er sagte ihm: Lege deine Hand dicht an deine Seite unter dem Oberarm, so kommt sie weiß heraus, jedoch nicht von Übel befallen. Nimm dies als weitere Zeichen. Ayah 22. Und mit diesen zwei Zeichen sollte er zu Pharaon, um ihn aufzuklären, aufzurufen zum Glauben. Doch Musa a.s. bat Allah azzawajal darum, dass sein Bruder Harun mit ihm gehen soll. Sein Bruder Harun war älter und ist auch vorher gestorben als Musa a.s. Warum wollte er, dass Harun mit ihm geht? In einer anderen Ayah, in Surat al-Qasas, Surah 28, Ayah 34, erklärt Musa a.s. das. Er sagte: Auch hat mein Bruder Harun eine redegewandtere Zunge. So sende ihn mit mir zur Unterstützung, mich zu bestätigen, denn ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Die Tafsir-Gelehrten erwähnten hier die Geschichte. Also warum war Harun redegewandter? Und zwar, als Musa a.s. klein war und bei Pharaon aufgewachsen ist, hatte Pharaon immer noch Zweifel an Musa. Vielleicht ist es ja derjenige, der meine Herrschaft mir wegnimmt, denn das war ja ein Traum. Ja, deswegen hat er ja befohlen, dass alle Kinder Israels, die Säuglinge, umgebracht werden. Er hat geträumt, dass einer dieser Kinder zu ihm kommen wird und ihn vernichten wird. So, und da hatte er immer noch Angst, vielleicht ist das dieser Junge, Musa a.s. Und da sagte seine Frau, die Frau von Pharaon: Nein, das ist ein kleines Kind, der versteht das nicht und so weiter und so fort. Prüf ihn. Also hat man ihm eine heiße Kohle gegeben, also gelegt, und eine Dattel. Und man sollte schauen, was wird er wohl wählen. Da wollte Musa a.s. als Baby, als kleines Kind, tatsächlich die Dattel nehmen. Da kam ein Engel, hat ihn aber davon abgehalten, sodass er diese heiße Kohle genommen hat und in den Mund gesteckt hat und sich die Zunge verbrannt hat. Und deswegen lispelte er anscheinend, ja, oder konnte er nicht so gut reden, alayhi as-salatu was-salam. Danach erinnert Allah Azzawajal Musa a.s. an einige Ereignisse in seiner Vergangenheit. Und zwar gehört dazu, dass eben Allah Azzawajal ihn wieder zurückgebracht hat zu seiner Mutter. Und zwar, als seine Mutter Angst hatte um ihn, sollte sie ja ihn in einen Kasten legen und ihn in den Fluss legen. Und dann ging er ja zu Pharaon. Und
Wie kam er dann zurück zu seiner Mutter? Musa a.s. als Säugling wollte von keiner Stillmutter sich stillen lassen, also oder stillen. Und deswegen hat seine Schwester davon mitbekommen, ja, dass sie suchen eine Frau. Man sucht für dieses Kind des Pharaons oder was er eben adoptiert hat oder gefunden hat. Man sucht eine Frau, die ihn stillt, weil bis jetzt hat es nicht geklappt. Ja, das sprach sich herum. Und die Schwester von Musa, a.s., hat das mitbekommen, wie Allah azzawajal das in dieser Sura sagt. Also hat sie gesagt, ich empfehle euch, da gibt es so eine Frau, eben die Mutter von Musa, ohne dass sie natürlich sagt, dass es seine Mutter ist. Die könnte ihn stillen. Also hat sie ihn gestillt. Und da sagen die Gelehrten, sie wurde belohnt dafür, dass sie ihr eigenes Kind stillt, weil Frauen hat sie ja dafür auch belohnt. Also war das eine Gabe, dass er eben als Kind zurückkam zu seiner Mutter in Sicherheit und dass sie nicht mehr Angst haben braucht. Danach erinnerte Allah subhanahu wa ta'ala Musa a.s. an das Ereignis, als er einen Mann getötet hat. Und zwar geschah das, als er einen anderen verteidigen wollte und diesen Mann wegdrückte. Der ist hingefallen und ist gestorben. Und da rettete eben Allah azzawajal ihn vor den Truppen Pharaons. Und nach diesem Rückblick befahl Allah subhanahu wa ta'ala Musa und Harun, dass sie zu Pharaon gehen und ihm die Botschaft verkünden. So sagt Allah: Geht zu Pharaon, denn er lehnt sich auf, und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. Ayah 43 bis 44. Und diese Ayat sind sehr, sehr besonders, denn man muss sich vorstellen, Allah Azzawajal redet hier über den größten Tyrann aller Zeiten. Und der sagte, er sei selbst Gott. Und Musa und Harun sollten mit ihm mit sanften Worten reden. Und das zeigt wieder, immer wenn du zu Allah aufrufst oder erziehst oder lehrst, immer wenn du mit Menschen zu tun hast, versuch sanft zu sein. Das ist der richtige Weg. Damit gewinnst du die Herzen. Und danach erwähnt Allah Azzawajal die Begegnung mit Pharaon, also Musa und Pharaon, und diese Gegenüberstellung der Zauberer, wie wir sie ja schon in anderen Suren gesehen haben. In dieser Sura, in Surat Taha, findet auch As-Samiri Erwähnung. Er war der Grund dafür, dass die Kinder Israels das Kalb angebetet haben. So nahmen sie ihren Schmuck, nachdem Allah Azzawajal sie gerettet hat von Pharaon, nahmen sie ihren Schmuck, und während Musa a.s. ja weg war, wie wir es schon gesehen haben, und As-Samiri war derjenige, der ihnen gesagt hat, nimmt den Schmuck und macht daraus ein Kalb. Und deswegen sagt Allah Azzawajal über As-Samiri, als Musa ihn angesprochen hat, ich gewahrte, was sie nicht gewahrten. Und so fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten und warf sie dann hin ins Feuer. So habe ich es mir selbst eingeredet. Ayah 96. Und vielleicht wäre die bessere Übersetzung, so hat es mir meine Seele eingeredet. Und die meisten Tafsir-Gelehrten sind der Ansicht, dass der Gesandte hier in dieser Ayah, den As-Samiri gesehen hat, der Engel Jibril ist. Und zwar hat er ihn gesehen, als Pharaon ertrunken ist. Weil Jibril war ja da, hat Schlamm in den Mund von Pharaon gelegt, und als er am Ertrinken war. Und As-Samiri soll Jibril a.s. gesehen haben. Hat er ihn in seiner tatsächlichen Form gesehen, als Mensch gesehen? Allahu a'lam, wissen wir nicht. Auf jeden Fall. Und Jibril a.s. war auf seinem Pferd, und dieses Pferd unter der, also in dieser Hufe des Pferds, da wo die Spur dieses Pferds war, nahm eben As-Samiri ein Teil dieser Erde. Ja, und deswegen sagte er, und so fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten, also von der Spur des Pferds von Jibril a.s. Und er
streute es über dieses Kalb, also blökte dieses Kalb, also machte diesen langen Ton, ja, von Rindern. Das ist eben diese Deutung einiger Tafsir-Gelehrte dieser Ayah. Und so zerstörte Musa dieses Kalb und versprach es Samiri, dass er dafür bei Allah zur Rechenschaft gezogen wird. Einige sagen, es Samiri ist der Dajjal gewesen, aber dafür gibt es keine eindeutigen Belege. In Surat Taha wird auch kurz erwähnt, dass Adam den Befehl Allahs nicht eingehalten hat, weil der Satan ihm die Sünde verschönert hat. Und zum Ende erklärt Allah Azzawajal den Zustand der Menschen am Tag der Auferstehung. Allah Azzawajal sagt: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آية 124 bis 126. Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Er sagt, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen, und doch hast du sie vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen. Möge Allah Azzawajal davor bewahren und uns ein gutes Ende geben und uns den Eintritt ins Paradies gewähren. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.